Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu der Review des Damson Scissor Bluetooth Lautsprechers von, Damson, genau. Was diesen Lautsprecher auf der einen Seite einzigartig macht und auf der anderen Seite eher so, ja, semi ist, das erfahrt ihr in diesem Video und los geht's wie immer nach dem Intro. Der Damson Scissor ist kein normaler Bluetooth-Lautsprecher, das merkt man, wenn man ihn mal in der Hand hält und Musik drauf abspielt, denn das klingt ehrlich gesagt ziemlich kacke. Stellt man ihn dann aber auf den Tisch ab, dann erlebt man so einen kleinen What the fuck Moment, denn der Scissor benutzt die Oberfläche, auf die er steht, als Membran. Ihr hört? Es klingt scheiße. What the fuck? Durch das relativ hohe Eigengewicht und den gummierten Standfuß, der die Schwingungen auf die Oberfläche überträgt, funktioniert das auch erstaunlich gut. Allerdings macht es auch genau diese Eigenschaft so schwierig, das Klangbild des Lautsprechers zu bewerten, da nicht alle Oberflächen gleich klingen, aber dazu kommen wir später noch. Schlau wie ich nun mal bin, habe ich mir den Damson Scissor zusammen mit einem Mount kommen lassen, der es einem ermöglicht, ihn auch an senkrechten, glatten Oberflächen wie zum Beispiel Fensterscheiben zu befestigen. Ich war allerdings ein wenig besorgt, denn mein Kollege Mpox hatte den Scissor ebenfalls zum Testen, nur ist ihm zusammen mit dem Mount Folgendes passiert. Du Scheiße, Alter. Ja, und genau das ist mir auch passiert. Und deswegen klingt er nur noch ziemlich leise und blechern und kacke. Wenn ich also jetzt ein abschließendes Fazit abgeben soll, dann muss das eigentlich ziemlich vernichtend ausfallen. Denn er ist bei normaler Benutzung einfach von der Scheibe auf den Boden geknallt und schrebbelt nur noch munter vor sich hin. Wenn wir das jetzt mal aber aus der Wertung rausnehmen und annehmen, dass der Damson den Test durchgehalten hätte, dann wäre das hier wahrscheinlich mein Urteil gewesen. Ganz am Anfang ist das Gerät wahnsinnig interessant. Man probiert alle möglichen Oberflächen aus und es macht Spaß, ihn anderen Leuten vorzuführen. Aber so richtig wie im Alltag macht auch das so keinen Sinn, denn wenn man sich mal wirklich mit dem Klang auseinandersetzt, dann wird man merken, dass der Damson Scissor zwar eine gute Figur macht, wenn man mal eine wirklich gute Oberfläche gefunden hat. Hat man die aber nicht, dann klingt der auch nicht so wahnsinnig geil. Es fehlt insbesondere an Mitten und Höhen und der Bass kommt auch nur richtig gut im leeren Schrank oder Bücherregal zur Geltung. Und das hat man nun mal nicht immer dabei, schon gar nicht im Wald oder auf der Straße. Der Scissor selbst kostet so um die 50 Euro ohne Mount. Die Mount kostet nochmal weitere 30 Euro. Und wenn man jetzt reich ist, dann könnte man sich noch einen zweiten Scissor kaufen, um Stereoklang zu erzeugen. Dann liegt man aber schon bei 160 Euro. Und für das Geld, sind wir mal ganz ehrlich, bekommt man ganz andere Geräte. Wie zum Beispiel einen Bose Soundlink Mini oder den Teufel Bamster Pro. Die deutlich differenzierteren Klang überall unabhängig von der Oberfläche bieten, also auch im Wald oder auf der Straße. Wenn ihr euch trotzdem für den Damson Scissor interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal bei TechSetter vorbei. Da könnt ihr ihn entweder direkt kaufen oder schaut euch die vielen anderen tollen Produkte und Gadgets an, die TechSetter so anbietet, denn die haben noch jede Menge anderen geilen Scheiß im Shop, die man gerne haben möchte, sobald man sie sieht. Das soll es dann aber auch von meiner Seite gewesen sein. Schreibt mir doch mal eure Meinung und Gedanken zum Damson Scissor unten in die Kommentare. Ja, und ich bin raus. Haut rein, bis dahin. Ciao.